はい、みなさんこんにちは、りなです。ママです。エイティブログです。今日またママとインタビューをしたいと思います。ちょっとドイツ語でママに聞きたいと思います。じゃあこれからドイツ語で話し始めます。 OK ママ、wir haben der Tacker und ein paar Fragen für dich vorbereitet. Also erste Frage: Hast du irgendwas unseren Viewern zu sagen, sowas wie Danke oder so, dass sie uns anschauen immer? Das ist nicht schön. Ja, ich finde die Videos, die ihr dreht, sehr interessant. Ich denke auch für die japanischen Zuschauer, die ganzen Locations hier und wie man so lebt und wie ihr essen geht und was ihr probiert, ist bestimmt sehr interessant. Und ich denke, das wird jedes Publikum interessieren einfach. Also du findest es toll, was wir machen? Ja. Oh, das freut mich einfach. Auch wenn es sehr viel Arbeit ist. Es ist sehr viel Arbeit. Ja. Jetzt siehst du mal, wie viel Arbeit es ist, seitdem wir hier sind. Siehst du, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Ja, ja, ja. Bevor, also, nein. Was kommt dir denn... Ich kann kein Deutsch mehr. What do you imagine when you hear the word Japan? Wie sagt man das auf Deutsch? Was? Was? Ja, ich weiß es auch nicht. Wir können beide kein Deutsch. Sehr gut. Also, erzähl mal. Wenn du Japanisch hörst, was genau? Was stellst du dir da so vor? Ja, da denke ich mir Tempel, Sushi, schönes, leckeres Essen. Schönes, leckeres Essen, Sushi. Schönes, leckeres Essen, Sushi. Sushi, schönes, leckeres Essen. Nein, aber auch schöne Parks, Blumen. Dir gefällt die Natur sehr gut. Sehr auch, schöne gell? Natur, ja. Hat sich irgendwas an deiner Vorstellung geändert, bevor du nach Japan gereist bist, im Vergleich zu nachdem du nach Japan gereist bist? Ja, natürlich. Ich war überrascht, doch wie höflich die Leute zueinander sind und wie oft sie Danke sagen. Manchmal findest du es lustig, wie oft sie Danke sagen. Ja, genau. Ja, selbst in der U-Bahn, dass man da irgendwie nichts essen soll. Ah ja. Oder beim Eisessen, dass man da stehen bleiben soll, wo man Eis isst. Die riesen U-Bahnen, die es gibt. Diese Netzwerke, die unglaublich kompliziert sind. In genau. Tokio zum Beispiel. Ja. Dass man sich da verlieren kann. Ja. Also ich würde mich verlieren. Ja. Ja, die schönen Kimonos, wenn die Leute traditionell angezogen sind, ist sehr, sehr schön. Da habe ich auch sehr schöne Bilder gemacht. Genau, du liebst auch fotografieren, gell? Ja, genau. Also hast du immer ganz viele tolle Bilder von Japan gemacht. Ja. Und der Fuji war auch sehr interessant. Wir hatten so viel Glück mit dem Fuji, weil das Wetter so schön war, als wir dort waren. Ja, ja, ja. Weil den kann man ja auch nicht immer sehen. Mhm. Ja. Und wirklich schöne Bilder gemacht. Ja, und auch die Hotels. Mit den Onsen waren sehr, sehr interessant. Ja, war ein schönes Erlebnis. Würdest du denn wieder nach Japan reisen wollen, wenn das hier jetzt mit Corona besser wird? Auf jeden Fall. Vor allem auch, weil meine Tochter da lebt. Das freut mich aber, Mama. Du darfst gerne mal wieder vorbeikommen. Das machen wir sicher. In Nagoya warst du ja schon mal, aber jetzt weiß ich halt alles viel besser. Also kann ich dir die tollen Sachen zeigen und das tolle Essen. Okay, wo würdest du denn außer Nagoya gerne hin in Japan, wenn du wiederkommst? Kyoto wird mir sehr gut gefallen. Ist aber sehr überlaufen. Ja, aber damals fand ich es jetzt nicht so schlimm. Also ich glaube, das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Mhm. Als wir noch da waren, vor 10 Jahren, war es noch nicht so schlimm. Mhm. Was mich auch sehr interessieren würde, halt der Herbst mit den schönen Blättern und der Frühling natürlich. Okay, also die Mama kommt 2-mal, haben wir gerade gehört. Versprochen. Oder öfter. Mindestens 2-mal. So, was war denn dein Eindruck von Japanern, insbesondere bevor du den Tacker kennengelernt hast und nachdem du ihn kennengelernt hast? Ja, ich hatte überhaupt keinen Eindruck von Japanern davor, weil ich wirklich persönlich gekannt habe. Ja, in Urlaub hat man ja die Leute so gesehen, aber so eng befreundet waren wir ja nicht mit niemandem und dann hatte ich diese Erfahrung noch nicht. Ja. Und der Tacker war sehr zurückhaltend, wie er hier angekommen ist. Stimmt. Jetzt nicht mehr so, oder? Jetzt ist er, glaube ich, ganz normal. Ich glaube es noch. Er hat sich
Ich glaube, er fühlt sich jetzt auch wohl hier. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das stimmt. Der war sehr leise und normalerweise, wie ihr alle wisst, ist Hakka nicht leise. Mhm. Aber wenn man natürlich dann im Ausland ist und die Sprache, also Deutsch gar nicht und dann Englisch nicht so ganz fließend kann, dann ist das alles sehr, sehr schwierig, so zu sein, wie man immer ist. Und natürlich, besonders die Japaner sind natürlich sehr zurückhaltend erstmal, ja, wenn sie jemanden Neuen kennenlernen. Mhm. Und als du ihn kennengelernt hast, waren wir auch erst ein Jahr oder so zusammen. Ja. Da war es ja auch noch nicht klar, dass wir heiraten werden zum Beispiel. Ja, er ist sehr frech. Also jetzt ist er sehr frech, genau. Früher war er nicht so frech, jetzt ist er sehr frech. Ja, genau. Daran merkt man, dass er sich hier ein Zuhause fühlt. Ja, das denke ich aber auch. Und dann darfst du auch frech zurück sein und dann ist alles gut. Bin ich ja auch. Schon, oder? Genau, richtig so. Okay. Also, ich bin ja irgendwann nach Japan gegangen, um dort zu arbeiten. Ja. Was hast du dir gedacht, als ich gesagt habe, ich gehe nach Japan zum Arbeiten? Da habe ich mir gedacht, die arme Lena muss so viel arbeiten, so viel wie die ganzen Japaner immer arbeiten und so lange. Da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass es dir zu viel ist. Was auch. Also in einer japanischen Firma möchte ich nicht mehr arbeiten und die Überstunden sind sehr, sehr viel und das ist einfach. Aber andererseits arbeite ich ja jetzt auch sehr viel. Ja, was aber denkst du dir da dazu? Ja, aber das ist deine private Sache, wie viel man arbeitet. Das stimmt. Und man kann sich gut einteilen. Wenn man eine Arbeit hat, die ganz viel Spaß macht, macht man es ja sehr gerne. Ja, das auf jeden Fall. Und dann verfliegt die Zeit wie nur was. Und dann denkt man sich am Ende des Tages, wo die Zeit hin ist, weil der ganze Tag sofort rum war. Genau. Ganz oft so. Ich war jetzt 3 Jahre lang nicht zu Hause wegen Corona. Ja, es war lang. Ich war sehr traurig. Es war nicht so einfach für uns. Ja. Wie habe ich mich denn irgendwie verändert in der Zeit, dass ich, als ich jetzt wirklich nur in Japan gelebt habe und so komplett von der japanischen Kultur umgeben war und so weit weg von Deutschland und von euch? Meinst du, ich habe mich in irgendeiner Art verändert? Nein, ich glaube nicht. Du bist halt reifer geworden. Ob das was mit Japan zu tun hat? Das glaube ich nicht. Einfach älter geworden. Einfach älter, hast mehr Erfahrung gesammelt. Sie ist erwachsen geworden. Eigenständig. Eigenständig. Genau. Ja. Reifer. Im Großen und Ganzen ist sie immer noch wie immer lieb, aber auch frech. Aha, schau. Und sagt einem immer auch nein, wenn sie nicht mag. Und ist stur, wie immer. Und laut. Und laut. Und all diese Sachen kenne ich sonst noch jemanden, der diese Charakteristiken hat. Nein, 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 nein. Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Von irgendjemandem muss ich es ja haben. Mm-mm. Von mir nicht. Vom Papa bestimmt nicht. Meinst du, ich habe mich bei der Art des Arbeitens an Japaner angepasst? Ich glaube nicht. Ich war wahnsinnig überrascht, als meine Freundin erzählt hat, sie hat den ganzen Urlaub für ein Jahr schon geplant. Juni geht sie 2 Wochen hier hin und im Dezember geht sie 3 Wochen dahin. Und ich dachte mir so, ja, das ist deutsch. Mhm. Sehr geplant. Die Deutschen planen ihre 30 Tage oder was sie haben an Urlaub schon sehr am Anfang des Jahres und die wissen dann immer schon, wann sie es benutzen und wo sie hinwollen. Mhm. Und das ist was, was es in Japan gar nicht gibt und was ich auch selber nie gemacht habe, weil ich ja nie in einer deutschen Firma gearbeitet habe. Mhm. Und ich finde, wir sollten das einführen. Ich und der Taka, wir sollten am Anfang des Jahres einen Plan machen, wo wir in dem Jahr hinwollen, wie wir unsere Urlaubstage verbrauchen. Mhm. Weil ich glaube, wenn du keinen Plan machst, dann verbrauchst du sie nicht. Ja, sehe ich auch so. Und im Moment sind wir so am Überlegen, ob wir einen Tag vielleicht im Mai uns frei nehmen, um irgendwo hinzufahren. Aber dann weißt du, das ist mal so ein Monat im Voraus oder sowas. Mhm. Also auch hier die Deutschlandreise, die haben wir ja nicht ein halbes Jahr oder Jahr im Voraus geplant, sondern mehr so 3 Monate. Ja. Also glaube ich schon, dass in der Hinsicht sind wir doch sehr japanisch. Vielleicht, aber ich denke einfach durch Corona auch, dass man auch nicht so gut planen kann. Das ist schwierig. Ja. Meinst du, an meinem Fashion Sense hat sich irgendwas geändert? Nein, eigentlich nicht. Ich gehe immer noch mit dir Blumenshirts kaufen. Ja, genau. Ja, du hast eigentlich einen ähnlichen Geschmack wie ich. Ja, das stimmt. Und die Bluse hier, die finde ich ganz poppig. Die gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Ja. Das war ein Geschenk von Papa.
Und sonst die Sachen, die du anhast, finde ich ganz gut, außer die zu langen Röcke oder so, das gefällt mir nicht so. Das, ja, sieht das, so ein ist bisschen, das sieht so ein bisschen altbacken aus. Ja, nicht so fetzig. In Japan braucht man lange Röcke und Kleider, zum Beispiel für Teezeremonien und sowas. Mhm. Da kann muss ich das ja verstehen, alles übers Knie gehen und das ist da traditionell so, dass man das machen muss. Ja, das kann ich ja verstehen. Für sowas ist es ja in Ordnung. Wie schaut es mit meiner Frisur und meinem Make-up aus? Make-up hat sich gut entwickelt. Yay! Das höchste Lob. Die Haare, wenn sie schön geflochten sind und so, sieht es ganz toll aus. Im Moment sind sie ganz schrecklich und sie müssen zum Friseur. Ja, ich hätte gerne ein paar Strähnchen drin in den Haaren. Und sie will nicht. Nein. Aber pinke Haare, yay! Ja, da musst du erst mal machen, dass es auch hält, die Farbe. Es ist nichts geworden. Okay, übers Essen. Mhm. Hat sich da irgendwas bei mir geändert, würdest du sagen? Ja, total. Was denn? Du isst nur noch Japanisch gern. Nein, du isst beides gern, ja. Aber du liebst scheinbar japanisches Essen. Weil sonst würdest du ja auch nicht diese Videos drehen. Genau. Ja. Also wirklich, japanisches Essen ist super. Das besonders das Essen von Nagoya finde ich ganz toll. Und da will ich dir auch mehr davon zeigen. Nicht nur das, was man hier mitnehmen kann, sondern die ganzen tollen Sachen, die es halt dort wirklich gibt. Aber die letzten 2 Wochen waren auch sehr schön, hier zu Hause deine Spätzle zu essen. Und zusammen hier zu grillen. Der Steckerfisch war auch lecker. Und auch hier in den ganzen Restaurants, wo wir jetzt die letzten Tage waren, der Taka und ich. Deutsches Essen oder bayerisches Essen, so richtig schöner Schweinebraten und sowas, Knödel, kann man lassen. Ja. Ab und zu mal ist es wirklich schön. Ja. Wenn es hieße, du darfst dein Leben lang nur noch entweder deutsches Essen oder japanisches Essen essen, dann würde ich mich, glaube ich, fürs Japanische entscheiden. Mhm. Ja, das japanische Essen ist, denke ich, leichter. Ist nicht so schwer im Magen. Mhm. Und nicht so viel, ja. Und eher so kleine Portionen. Mhm. Und das ist in Deutschland halt nicht so. Genau. Ja. Aber deine Salate sind sehr lecker. Danke. Wie findest du denn, dass sich mein Japanisch verändert hat? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Japanisch kann. Aber ich denke, es ist sehr viel besser geworden, weil du ja fließend sprichst. Und du kannst es lesen und von daher super toll. Ja, ich glaube auch in den letzten Jahren bin ich um einiges besser geworden, weil ich es ja auch so viel benutzen muss. Hier nicht nur für YouTube, sondern auch für meine andere Arbeit und natürlich den ganzen Tag mit dem Taka und mit seinen Eltern. Und ich fange an, langsam Deutsch zu vergessen, wie du auch merkst. Ja, das stimmt. Das ist ganz schlimm. Ganz viele Wörter fallen mir einfach auf Deutsch nicht ein und dann wie war das noch gleich? Keine Ahnung. Genau. Ganz schlecht. Ich muss Deutsch üben. Habe ich mich hier auf irgendeine Weise negativ verändert? Nein. Das könntest du gar nicht. Oh, Mama. Das war die letzte Frage. Dann ist gut. Also, この動画はママにいろいろ聞いてみて、基本的にいい子になりました。日本の印象も良かったっていうことでまとめることができるかと思います。この動画はここで終わりにします。楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。